Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es den ersten Teil meiner Lidschattenpalettensammlung und eventuell auch die Klatter. Und zwar gehen wir heute die ganzen Drogerie-Lidschatten durch. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Und zwar habe ich hier einmal die Essence Fall Back to Nature. Und die habe ich damals gekauft, eigentlich wegen diesen Grüntönen hier drinne. Muss aber sagen, mit denen komme ich nicht ganz so zurecht. Die Brauntöne und die Rosatöne sind eigentlich ganz gut. Ja, aber ich greife ehrlich gesagt nie zu der Palette und ich glaube, die darf ausziehen. Ja, dann habe ich hier einmal von BH Cosmetics die Mrs. Bella Palette und die darf auch bleiben. Ich habe zwar schon lange nicht mehr zu ihr gegriffen, aber man sieht, ich habe die schon wirklich sehr, sehr gut benutzt. Und ich glaube, ihr kennt sie alle. Es ist wirklich eine schöne Palette, super gut für den Alltag geeignet. Und ja, die bleibt auf jeden Fall. Die nächste Palette ist auch hier von Essence. Auch eine sehr, sehr schöne Palette vom Design her. Gefällt mir richtig, richtig gut. Allerdings greife ich auch zu der nie. Was eigentlich echt schade ist. Sie hat sehr, sehr schöne Lidschatten. Dann sind hier Blushes und Highlighter, die zwar sehr, sehr extrem ausschauen, aber auch ja, nicht so schlimm auf der Haut sind, wenn man sie mit einem Pinsel aufträgt. Also ich habe die jetzt mal hier hingeswatcht. Muss ich mal gleich mal lautlos machen. Ja, es fällt nicht so extrem auf, finde ich. Aber ich greife halt wirklich nie zu der Palette, deswegen, auch wenn sie von außen hier wirklich eine richtig, richtig schöne Palette ist, darf sie ausziehen. Dann die nächste Palette ist hier von Rival de Loup Young. Genau, Rival de Loup Young. Ein Travelholic Eyeshadow Palette und ja, wie man sieht, sie ist nahezu unbenutzt. Also ich habe wirklich sehr, sehr selten zu der gegriffen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, weil die, wenn man reinlangt in die Töne, die sind sehr, sehr weich und eigentlich auch schön pigmentiert. Tu mal so ein andere noch swatchen. Eigentlich eine schöne Palette, ne? Aber ich greife ehrlich gesagt nie zu ihr, deswegen darf die auch ausziehen. So, dann machen wir weiter mit der Love Eye Ocean Extended Rose Gold Edition. Die Palette habe ich mir damals bestellt, die hat Hatice damals vorgestellt in einem Video und sie ist auch schon gut benutzt. Ich drehe sie mal um, dann könnt ihr vielleicht die Namen lesen. Auch zu der habe ich schon lange nicht mehr gegriffen und ich weiß, dass die Farbe Heartbreaker und Lover, glaube ich, oh, die ist auch schon so fest, ne? Also, man merkt jetzt mal, wie sich über die Jahre die Lidschatten entwickelt haben. Also die sind sehr trocken, matten Töne und die schimmrigen Töne sind teilweise schon richtig fest, teilweise auch noch richtig gut. Je nachdem, was man erwischt. Oh, das ist auch eine schöne Farbe, ne? Wie heißt die? Lida heißt die Farbe. Richtig schön. Also die bleibt auf jeden Fall, weil da einfach noch ein paar Farben drin sind, die ich sonst nicht in meiner Sammlung habe. Dann habe ich hier eine Palette von Alverde. Die habe ich, glaube ich, mal im Tauschpaket oder Trashpäckchen gehabt, glaube ich. Und habe die, ehrlich gesagt, nie verwendet. Und Naturkosmetik hatte immer ein Ablaufdatum. 8.18 ist die abgelaufen. Riechen wird sie noch gut, aber ich glaube, die fliegt im Müll. Ja, dann habe ich hier eine Revolution-Palette, und zwar die Soft X-Palette, die Ultra Eyeshadow 24 Stunden. Die hatte immer hier diese Namensbezeichnung einmal extra auf so ein Papier, was ich irgendwie schade finde. Und das sind hier die Farben. Auch hier habe ich einige Male zugegriffen, aber auch jetzt schon
wirklich lange nicht mehr. Also das muss ich jetzt wirklich sagen. Aber ach, das sind schöne Farben. Hier habe ich jetzt mal drei Farben geswatcht. Wirklich schöne Farben. Ja, die darf auch bleiben. Die nächste Palette ist auch eine Revolution-Palette. Und das war die erste, die ich mir von Revolution geholt habe. Und ich muss echt sagen, von der war ich mega enttäuscht. Jeder hat geschwärmt und ich denke mir nur so, naja. Die kommt hier mit so einem Pinsel. Und sie hat schöne Farben drin. Also man kann wirklich schöne Alltagslooks mit ihr schminken. Man hat auch so ein paar kräftige Farben. Und aber irgendwie hat sie mich nie so wirklich vom Hocker gerissen. Ich weiß auch nicht, aber die Schimmertöne sind schön. Ich swatche jetzt mal noch einen matten. Die langt sich aber auch gut an. Also ich weiß nicht, warum ich mit der nicht zurechtkam. Ich glaube, ich habe es zu oft mit den blauen und dunklen Tönen versucht. Ich glaube, die lassen sich nicht so gut auf dem Auge auftragen. Ich glaube, ich probiere die nochmal aus. Ja. Auch in meiner Sammlung die Revolution Kiso Palette. Die mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Aber auch schon wirklich lange nicht mehr benutzt. Und ja, hier seht ihr, ne, also da sind ein paar Formen schon wirklich gut verwendet. Und wirklich eine schöne Palette. Bloodlust, Reagan und Maledies swatche ich euch jetzt mal. Schöne Palette, ne? Oh. Die darf auf jeden Fall bleiben. Und auch die Highlighter-Töne. Jetzt mal hier unten hingeswatcht. Richtig schön. Gefällt mir echt gut. Die darf auf jeden Fall bleiben. Dann habe ich hier von NYX die Metal Lidschattenpalette. Das war ja so eine Reihe. Ich glaube Aqua und Fire und so weiter gab es noch. Und ich habe mir die hier mitgenommen. Die hat diese schönen Töne hier. Wirklich eine tolle Palette. Gefällt mir richtig gut. Aber auch hier habe ich schon lange nicht mehr dazu gegriffen. Das sind die Farben. Richtig schön. Aber man braucht auf jeden Fall eine matte Lidschattenpalette dazu oder einen matten Lidschatten, weil nur metallisch auf dem Auge finde ich jetzt nicht so toll. Aber die Palette darf auf jeden Fall bleiben. Dann ein altes Schätzchen, also was heißt alt? So alt ist es eigentlich auch noch nicht. Das war so eine der letzten Limited Editions oder Editions, die es bei P2 gab. The World is Your Stage. Das ist eine Lidschattenpalette, die richtig schön gemacht ist. Und die konnte man sich selber mit Farben bestücken. Und ich habe mir diese vier Farben ausgesucht. Und ja. Wirklich eigentlich schöne Farben, aber ich greife irgendwie auch zu der nicht, aber ich glaube, ich sollte mir die echt mal rauslegen und mal verwenden, weil die ist wirklich schön. Ja, die bleibt. Als nächstes habe ich hier eine Palette von Essence, die Step Into Magic Wonderland, das ist dieses hier und da ist auch ein kleiner Pinsel dabei. Und so sieht die Palette aus und ja, die darf ausziehen, weil ich verwende sie nicht wirklich und deswegen darf die weitergehen. Eine Palette, die ich unbedingt haben wollte, zwecks weiß Pac-Man irgendwie ist, ich weiß auch nicht genau warum. Also ich fand die vom Design her so, so mega süß und ja, so sieht die von innen aus und ich muss sagen, warum ist hier kein Spiegel drin? Da hätte doch ein Spiegel reingepasst. Warum ist hier keiner drin? Sonst tun sie doch auch fast überall einen rein. Also das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Und ja, die Farben. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die mal geswatcht, aber ich glaube, ich habe sie noch nie auf dem Auge ausprobiert. Und ich glaube, das muss ich unbedingt mal tun. Deswegen, die bleibt erstmal. Ja, dann aus dieser Limited Edition, aus diesem Aufsteller, diese coole Palette, wo hier dieses Glitzer runtergeht. Die Silver Glitter Show, das ist diese hier und ja, die hat wirklich schöne Farben. Ich muss die mal, ich weiß gar nicht, warum ich die nicht verwende, Leute. Ich greife immer zu meinen Standardpaletten und habe so schöne Paletten daheim eigentlich und die ist wirklich schön, ne? Also die
Ich sehe schon zu, ja. Die bleibt auf jeden Fall. Ja, dann die zweite aus dieser Richtung, die Pink Glitter Show. Das ist diese hier mit so bärigen Tönen. Und da bin ich echt am Überlegen, weil ich habe viele High-End-Lidschattenpaletten, die so wirklich bärige Töne haben. Gut, ich habe auch Natural wie die Silver, aber ich glaube, dass ich die weitergeben werde. Ja, ich glaube, eine Essence-Palette reicht. Ja, dann habe ich hier ein Schätzchen von Love und zwar die Acid-Palette. Das mir leider, also was heißt leider, ich habe die im Sale gekauft bei Rossmann und die war auch noch komplett eingeschweißt, das muss man auch dazu sagen. Aber der Gelbton ist defekt. Ich muss das mal schnell ein bisschen wegmachen, sonst ist hier gleich alles dreckig. So, ja, das ist diese Palette hier und die hat wirklich richtig, richtig schöne Töne. Und die langt sich auch noch richtig gut an. So sieht das schon mal aus. Also richtig geil eigentlich. Man hat irgendwie so wenig Gelegenheit, so richtig poppige Farben zu tragen. Das ist so schade eigentlich. Und können wir mal über dieses türkis-blau-grün reden? Alter Schwede, ist das schön. Ach, mir gefällt das richtig gut. Ich sollte echt mal wieder mehr Augenschatten-Looks machen, Lidschatten-Looks machen. Also wirklich eine richtig, richtig schöne Palette, richtig ein Eyecatcher einfach und ja, sieht einfach richtig, richtig gut aus. Die bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch eine Love-Palette und das war so eine der ersten Love-Paletten, die es, glaube ich, gab. Und ich muss echt sagen, mit der komme ich so überhaupt nicht zurecht. Also ich weiß nämlich, mir gefällt dieses ineinander verschlungene Lidschatten nicht. Also ich muss echt sagen, ja. Aber sie hat schöne Farben. Gerade wenn man so dezente Augenlook schminken möchte, ist die wirklich super gut geeignet. Aber zu der greife ich nicht und deswegen darf die ausziehen. Dann habe ich hier noch eine Palette von I Heart Makeup. Das gehört, glaube ich, auch zur Revolution, glaube ich, dazu. Und das war, glaube ich, meine erste Lidschattenpalette, die ich mir gekauft habe. Und ja, die sieht so aus und die bleibt einfach schon aus nostalgischen Gründen. Also ich greife zu der Palette eigentlich nicht mehr und die Töne sind jetzt auch nicht so bombastisch pigmentiert. Aber das war so die erste, die ich mir damals bestellt habe und deswegen darf die bleiben. Dann machen wir mit der hier weiter und das war ja aus dieser Kollektion von Essence. Und da konnte man sich auch selber was rein sortieren praktisch und ja, ich muss sagen, also ich verwende sie nicht allzu oft, ich möchte sie aber auch ehrlich gesagt nicht hergeben, ich weiß auch nicht warum, also ich finde die einfach cool und deswegen darf die erstmal bleiben. Dann noch eine Essence-Palette, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die LE erinnern könnt, das ist die Xmas Factory Palette LE gewesen und das ist die North Pole Express Delivery Palette und die sieht so aus, richtig, richtig schön und ja, tolle Farben und ja, aber man merkt so richtig, wie sich aber auch Essence entwickelt hat, also muss man jetzt ehrlich sagen, die sind schon sehr trocken, die Töne, ja, aber weil mir die Palette so gut gefällt, darf sie meiner Sammlung bleiben. Ja, dann habe ich hier eine Revlon Lidschattenpalette. Ja, ein paar Mal benutzt. Es ist nicht so wirklich so, ich weiß nicht, also die Lidschatten von Revlon finde ich nicht so gut und nee, ich greife zu der nicht und die kommt weg. Dann habe ich hier eine Kiko Palette. Ja, die hat 4 Farben drin. Die sieht so aus. Ja, und das sind jetzt die Farben mal geswatcht. Also der schimmrige Ton hier oben, der ist richtig schön eigentlich. Den müsste man echt mal öfters einsetzen. Und ja, die darf bleiben. Ja, dann meine beiden Sleek-Paletten. Da habe ich 2 Stück. Einmal die Bad Girl. Eine sehr dunkle Palette. Und ich weiß nicht. Damals war Sleek ja auf YouTube so das Nonplusultra und eigentlich sind sie auch noch
gut. Also für die Zeit damals waren sie wirklich richtig, richtig gut. Aber mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so top, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich hier noch die Nordic Skies. Und die habe ich sehr, sehr oft verwendet, wie man sieht. Gerade so die Basic-Töne finde ich richtig schön und ja, die darf auch. Also beide dürfen bleiben. Dann habe ich hier eine Palette von Catrice, diese The Ultimate Chrome Collection. Und ja, das war die hier, die war mal in der Glossy Box drin. Und ja, ist nicht so mein Farbschema, gefällt mir nicht so gut und darf ausziehen. Dann habe ich hier von Rival de Loop die Nights to Remember Eyeshadow Palette und die sieht hier innen drin so aus. Auch die habe ich schon ordentlich verwendet und die war richtig, richtig gut, soweit ich mich erinnern kann. Hat mir echt gut gefallen. Das wünsche ich mal. Also die langen sich auch noch richtig, richtig gut an. Und ja, die darf auch bleiben. Ja, dann auch aus einer LE mit Essence und Love, glaube ich, zusammen die Catrice Made for Stars Lidschattenpalette. Design ist richtig, richtig schön, gefällt mir richtig gut. Und auch die Qualität von den Lidschatten ist wirklich super. Das ist die Palette hier. Ich habe dazu auch mal einen Lidschattenlook geschminkt, der, glaube ich, auch online ist. Und ja, ich mag die Palette wirklich richtig gern. Ich zeige euch mal ein paar Farben. Ja, und die darf natürlich, natürlich bleiben, weil sie ist einfach richtig schön und ich müsste sie auch einfach mal wieder verwenden, weil momentan ist sie auch so ein bisschen ins hintere Schübchen gewandert, aber die muss auf jeden Fall mit rausgekramt und verwendet werden. Dann habe ich hier noch eine Palette von Icon Mini bei Absolut New York. Die war mal in einer Glossy Box drin. Und ja, deshalb diese Töne hier. Und ich habe mit der auch mal ein bisschen rumgespielt, habe sie aber nicht weiter verwendet, weil ja, ich sag mal, ich habe schon noch so ein paar Paletten, wo diese Töne schon drin sind. Aber die Qualität ist wirklich richtig gut. Also muss man eigentlich schon sagen. Aber mir gefällt diese Art von Pfännchen nicht so, weil die so tief drinnen liegen. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und das gefällt mir irgendwie nicht so. Aber die Lidschatten sind richtig schön, lässt sich auch schön auftragen. Und ja, für den Alltag absolut taugliche Palette. Und ja, aber ich werde sie weitergeben, weil ich einfach so in der Richtung schon genügend habe und zu der einfach nicht greife. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Drogeriepalette und das ist dieses Teilchen hier von BH Cosmetics, die 1991 bei Alicia Marie. Die ist ja letztes Jahr rausgekommen und es ist wirklich eine richtig schöne Palette. Ich bin mit ihr noch nicht so hunde, also sie ist schön, sie hat einen schöne Farben drin, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig mit ihr warm geworden, weil sie sich an manchen Stellen am Auge ein bisschen so fleckig verblenden lässt. Also vielleicht liegt es einfach an meinen Pinseln, an meiner Art zu schminken, ich weiß es nicht, aber die Schimmerfarben sind wirklich toll, also mit denen kann man absolut nichts falsch machen und schöne Farben. Seht ihr die? Richtig schöne Farben. So, sind ja wirklich so Duochrome Lidschatten. Und ja, also an denen ist wirklich alles top. Nur mit den Matten komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Ja, aber die Schimmerfarben sind einfach Spitzenklasse. Und weil ich halt sage, mit der bin ich noch nicht so warm geworden, das liegt halt wirklich einfach daran, dass ich gerne, wenn ich zu einer Palette greife, auch gerne bei einer Palette bleibe. Und deswegen halt immer wirklich mit einer Palette meine Looks schminken möchte und nicht noch nach anderen Lidschatten greifen möchte oder nach anderen Paletten greifen möchte. Soll einfach mit einer Palette alles abdecken. Und da muss ich sagen, bin ich halt mit diesen matten Farben, aber das ist generell bei BH Cosmetics
dass ich mit den matten Farben nicht so zufrieden bin wie mit den Schimmerfarben. Aber die Schimmerfarben sind wirklich immer spitze. Ja, ja, das war dann meine Drogerie-Lidschattenpaletten. Nein, stopp, ich habe noch eine gefunden. Weil ich habe hier meine High-End auch schon liegen. Und ja, ich habe noch eine gefunden. Und zwar die Love the Tears Hot by Hatice Schmidt Lidschattenpalette. Und das ist ja auch also vom Design her wirklich richtig schön gemacht worden damals. Und ja, das ist die Palette. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Und ja, ich war auch ehrlich gesagt selten drin. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau warum, aber ich glaube einfach, weil mich das Farbschema nicht so hundertprozentig abholt. Aber wenn ich zu ihr greife, dann finde ich sie eigentlich echt schön und die Lidschatten sind wirklich gut und ja, die bleibt auf jeden Fall meiner Sammlung, weil ich Hatice eigentlich sehr, sehr, sehr gerne mag und ihre Produkte eigentlich immer ganz gut performen. Ich muss sagen, von Hatice Lab habe ich noch nichts ausprobiert. Ich möchte einfach noch ein bisschen abwarten, bis noch mehr Produkte rauskommen und vielleicht probiere ich da mal was aus. Aber bis jetzt bleibt es ja bei der Love Collection meiner Sammlung. Das waren jetzt auf jeden Fall meine ganzen Drogerie-Lidschattenpaletten. Es ist doch schon einiges jetzt gewesen. Ja, diese werde ich jetzt wahrscheinlich, ich werde mir einen Insta-Sale-Account erstellen auf Instagram. Also wenn ihr irgendwas kaufen möchtet, dann schaut da gerne vorbei. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch von den Lidschattenpaletten irgendwas daheim habt, wie ihr die findet, ob das zu euren Favoriten gehört, ob ihr auch sagt, nö, die liegen so eher bei mir rum, einfach nur noch, weil sie schön ausschauen und weil ich sie nicht hergeben möchte. Und schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ihr Lieben. Bis dahin, tschüss!